herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Während ganz Europa noch auf die EM schaut und den Männerfußball verfolgt, schauen wir jetzt auf eine junge und sehr erfolgreiche Fußballerin aus dem Ländle. Bei mir zu Gast ist Eileen Kempel. Schön, dass du da bist. Freut mich. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Eileen, verfolgst du die EM auch? Ja, natürlich. Also ich denke, ganz Österreich hat mit unseren Herren mitgefiebert und die haben sich auch sehr tapfer geschlagen. Und ja, ich denke, wir sind alle sehr stolz auf die. So weit, wie sie gekommen sind, ist natürlich nicht selbstverständlich. Das stimmt. Nachdem jetzt aber Österreich ausgeschieden ist, zu wem hältst du? Ja, also ich war immer schon Fan der Franzosen. Die haben sich jetzt zwar nicht so gut geschlagen, sind aber trotzdem im Halbfinale. Und ja, mit denen fieber ich jetzt ein bisschen mit. Du selber weißt ja, wie es ist, das Nationaltrikot zu tragen. Machst das jetzt auch schon ein paar Spiele. Nimm uns doch mal mit, was geht denn in so einem Spieler, Spielerinnenkopf eigentlich vor, bevor man so einen Rasen betritt und das österreichische Nationaltrikot trägt? Ja, ich denke, am Anfang ist man natürlich sehr nervös, aber alles in allem überwiegt eigentlich der Stolz, dass man für sein Land spielen darf, dass man für sein Land auftritt und vertritt. Und ja, ich denke, es ist einfach pure Freude, wenn man als Kind anfangen zu spielen, dann träumt man davor. Und ja, ich denke, das 14-jährige Ich wäre mittlerweile auch sehr stolz auf mich. Und ja, es ist einfach sehr schön zu sehen, wie weit man eigentlich kommen kann. Ist man da aufgeregter als bei einem Ligaspiel? Ja, also ich schon. Ich denke, es geht einfach auch ein bisschen mehr. Also ja, im internationalen, auf der internationalen Bühne kann man sich einfach noch mehr zeigen, man kann das Interesse von vielen guten Vereinen wecken, wenn man gut spielt. Und natürlich, ich denke, es ist nichts Selbstverständliches für sie Land zu spielen und dementsprechend ja, ist man dann einmal schon ein bisschen aufgeregter wie ansonsten. Wer dich nicht eh schon kannte, hatte ich spätestens letztes Jahr bei der Bruno-Gala kennengelernt. Da wurdest du als beste Spielerin der Saison in der österreichischen Bundesliga ausgezeichnet. Glückwunsch nochmal im Nachgang dazu. Okay. Was hat diese Auszeichnung für dich bedeutet? Hat das was verändert? Also ich denke grundsätzlich an mir selber nichts. Also ich denke, dass ich immer schon sehr bodenständig war und mir sozusagen gut umgegangen bin. Aber es war einfach so ein bisschen Auszeichnung für das, was man halt die ganzen Jahre leistet. Auch vor viel Verletzungspech geplagt. Und ja, immer wieder hart an sich arbeitet und dann einfach aus einer so großen Menge von Spielerinnen individuell hervorgehoben wird. Und ja, das macht einen schon besonders stolz und ist einfach auch so ein bisschen Bestätigung für das, was man investiert. Und ja. Jetzt warst du auch wirklich geplagt vom Verletzungspech. Wie bist du durch die Zeit durchgegangen? Hast du dir da Hilfe gesucht, mental? Oder hast du einfach gesagt, na, das wird schon wieder alles, ich bin noch jung, das passt schon und der Körper schafft es schon? Ja, also grundsätzlich habe ich mir nie wirklich viel Druck gemacht, was das Zurückkommen angeht oder sonst was. Also ich habe ja damals noch ganz normal in der österreichischen Liga gespielt und mir war das schon immer sehr wichtig, die Gesundheit. Und ich denke, wenn man ein bisschen jünger ist, dann kommt man da vielleicht noch ein bisschen anders in die Dinge und denkt sich vielleicht, ja okay, man will wieder schnell zurück und es wird schon nicht so schlimm sein. Aber ja, ich habe mir da eigentlich immer viel Zeit gelassen bei der Reha und wollte einfach wieder zurück am Platz, wollte wieder kicken, aber einfach unter den richtigen Voraussetzungen. Und ja, dementsprechend, ich habe Freunde, ich habe Familie um mich, die mich da immer unterstützt haben. Und ja, ich denke, speziell in den schweren Zeiten, dann weiß man einfach, an wen man sich wenden kann. Und das macht dann das Ganze sehr viel einfacher. Und somit hat das bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und Physio natürlich, Therapie macht man viel und ja, mittlerweile ist schon länger nichts mehr passiert und ich denke, das spricht auch einfach dafür, dass ich präventiv einfach genügend mache. Das ist dann Krafttraining und sowas, was ja die Muskeln stärkt, um dann die Knochen zu schützen quasi, oder? Genau. Ja. Damals war Fußball ja noch eher ein Hobby, was sehr, sehr viel Zeit gefordert hat. Ihr seid durch ganz Österreich gefahren am Wochenende. Du hast in der Nationalelf gespielt und aber parallel auch noch 42 Stunden in der Woche in einer Anwaltskanzlei in Liechtenstein gearbeitet. Wie hast du da überhaupt noch nebenbei gelebt? Wann hast du geschlafen? Ja, also es war schon immer sehr stressig, speziell weil man dann
nie wirklich runterkommen hat können. Also man ist halt ständig unter Strom und man hat es dann auch immer Ende Saison mal gemerkt, dass man einfach psychisch und physisch sehr geschlaucht ist. Und man muss natürlich bei beiden, ob Arbeit oder Fußball, immer 100% geben. Und ja, das war dann einmal schon sehr kräftezehrend und schlussendlich dann auch mit Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte in das Professionelle einsteigen, ich möchte mich nur mal auf den Fußball konzentrieren und schauen, wie viele Fortschritte ich noch machen kann, wie weit ich gehen kann. Und ja, das war dann ganz angenehm, dass die Doppelbelastung ein bisschen weggefallen ist. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen, aber noch mal ganz kurz dazu zurück, wie läuft das denn? Du gehst dann ganz normal zu normalen Arbeitszeiten arbeiten und das Training hat dann am Abend stattgefunden oder war drumherum gelegt oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, genau, also ich bin einfach am Morgen, also um 8 habe ich angefangen zu arbeiten, meistens bis 5, bis die, also 5, halb 6 und dann haben wir meistens um 18.30 Uhr Training gehabt, also es war dann immer direkt vor Arbeit zu Training und ja, es hat sich ganz, es war okay, es war natürlich ein großer Stress, also man ist immer vor A nach B gehetzt, aber im Großen und Ganzen habe ich es gemacht, weil ich es gern tun, weil ich gern am Platz stand und sich das auch einigermaßen gut vereinbaren lassen hat. Und ja. Im Herrenfußball wäre das aber ja wirklich so niemals denkbar. Findest du das unfair? Also ich meine, ihr spielt immerhin oder Alltag spielt immerhin in der höchsten österreichischen Liga. Ja, ich denke, es ist eine ganz schwierige Thematik. Also uns ist natürlich allen bewusst, dass der Herrenfußball sehr attraktiv ist und auch einfach höhere Zahlen einbringt wie der Frauenfußball. Aber natürlich ist es schwierig, ich sage, gerade auch, wenn man zukunftsorientiert ist, man muss immer überlegen, ja, wie geht es mit einem weiter? Man weiß einfach, okay, wenn ich jetzt in der deutschen Bundesliga spiele, egal wie lange, ich werde trotzdem immer ein zweites Stammbein brauchen. Und bei der Herren ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man dort ein paar Jahre in der Bundesliga spielt, dann müssen die Kinder wahrscheinlich nicht mal mehr arbeiten. Ja. Aber ja, am Ende vom Tag, wie gesagt, wir machen es alle, weil es uns Spaß macht, weil es unsere Leidenschaft ist. Und ich denke, dass sich da in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Und es darf ruhig so weitergehen. In Deutschland hat sich schon ganz viel getan. Du hast jetzt gerade gesagt, das war ein Mitgrund, dass du jetzt hauptberuflich Fußball spielen kannst, dass du nach Freiburg gewechselt hast. Ist es denn jetzt möglich, vom Fußball zu leben? Ja, also zurzeit mache ich nur Fußball, aber wie gesagt, man baut sich immer ein zweites Standbein auf. Und ja, ich werde so demnächst wieder anfangen zu studieren. Ich habe mir jetzt ein halbes Jahr Zeit gelassen, damit ich mich mal ein bisschen einfinde. Und ja, ich glaube, man hat als Fußballerin doch ein bisschen mehr Freizeit wie jetzt ein normaler Arbeiter. Und darum ergibt sich das ganz gut, dass man da noch nebenbei ein Studium macht und sich was für die Zukunft. Was studierst du? Psychologie. Ah, ja, ja, spannend. Wie ist denn Freiburg und was ist jetzt anders, seit du gewechselt hast? Ja, natürlich die Freizeit. Also man hat schon viel mehr Freizeit. Oh, wenn ich im Ländle bin, es ist ganz bequem, ich kann immer alle besuchen gehen und habe an fußballfreien Tagen keine andere Verpflichtungen so. Und natürlich fußballerisch einfach, dass ich mich nur auf das konzentrieren kann, dass ich auch mal eine halbe Stunde länger oder eine halbe Stunde früher am Platz gehen kann, je nachdem, was ich brauche. Und ja, natürlich das Niveau in der deutschen Bundesliga ist schon einmal ein bisschen anderes als wie das in der österreichischen. Und ich denke, ich kann dort einfach sehr viel mitnehmen, auch menschlich. Ich war noch nie wirklich weg von daheim. Bin definitiv einiges selbstständiger geworden. Und, ja. Und wie sieht jetzt so ein typischer Trainingstag bei dir aus? Oder so ein typischer Alltagstag? Ja, also grundsätzlich, wir trainieren entweder in der Früh oder in der Früh und am Nachmittag. Und es nimmt dann schon, also es geht ein ganzer Vormittag in Anspruch und ja, dann auch heimkommen, kochen, aufräumen und die ganzen Sachen. Aber man hat eben auch Zeit, mal in die Stadt zu gehen, was zu trinken. Und ja, wenn man zweimal am Tag Training hat, dann ist es meistens schon der ganze Tag, wo man halt dort ist. Man wird dort verpflegt, also man kriegt dort Mittagessen und ja, das passt dann ganz gut. Physiotherapie und sowas ist auch alles dort ja.
angesiedelt. Ja. Genau. Das macht es natürlich einfach. Und wie ist es mit deinen Teamkolleginnen? Kommst du mit denen gut zurecht? Ja, sehr. Also ich finde, die Deutschen haben schon nochmal ein bisschen anderen Humor und sind auch so vor der Veranlagung ein bisschen anders. Also man merkt schon, dass man im Ausland ist einfach. aber ich verstand mich wirklich mit jeder gut. Also es gibt jetzt niemanden, mit dem ich mich nicht verstand. Und die haben mich auch mega gut aufgenommen. Also ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden eigentlich, ja. Das ist ja erstmal sehr schön zu hören. Du hast aber auch immer wieder lobend erwähnt, dass die Strukturen in Vorarlberg eigentlich ziemlich gut waren für die Talentförderung. Hast gesagt, es wird viel für den Frauenfußball getan, oder? Ja, definitiv. Also ich war ja damals selber in der Mehrerau in Bregenz, wie die Türen für die Mädels geöffnet haben. Und ja, mittlerweile sieht man einfach, wie viele Vorarlbergerinnen in der U-Nationalteams sind. Und auch wenn man das Gelände in Altach anschaut, der Campus, was einem dort zur Verfügung gestellt wird, das hat sich vor Jahren niemand ausgemalt als Mädchen. Und allgemein auch, dass es immer mehr Mädelsmannschaften gibt und im jungen Alter schon, wie ich damals gestartet habe, da hat's noch gar, also da habe ich noch mit der Jungs kicken müssen, weil man einfach keine andere Wahl gehabt hat. Und ja, es ist schon sehr schön zu sehen, dass da so viel investiert wird und dass man speziell der jungen Mädels ermöglicht, auch in das Geschäft einzusteigen. Wie bist du denn selber zum Fußball gekommen? Ja, also damals durch meinen Bruder eigentlich. Also wir haben uns immer sehr gut verstanden und ich bin ihm immer ein bisschen nachgeeifert. Und wie er dann gestartet hat, habe ich mich angeschlossen. Und ja, wir haben dann einige Jahre eigentlich zusammengespielt. Und irgendwann hat er den aufgegeben und ich halt weitergemacht. Und ja, mittlerweile spielt er sogar tatsächlich wieder. Aber, ja. War da nie irgendwelche großen Kämpfe zwischen euch, wer jetzt denn der Bessere, die Bessere ist? Ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile herausgestellt. Ist jetzt natürlich auch ein schwieriger Vergleich für ihn. Ja. Du bist dann ja auch irgendwann mit deinen guten Leistungen aufgefallen, also nicht umsonst warst du dann offensichtlich irgendwann die Bessere. Und hast du schon gerade erwähnt, mit den Jungs in der Akademie gekickt. Du hast gesagt, für dich war das Gold wert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht für jedes Mädchen einfach ist und auch für dich wahrscheinlich nicht immer einfach war, oder? Nein, also das bestimmt nicht. Ich denke, es ist schon immer ein bisschen Charaktersache und natürlich ist es für eher Introvertierte vielleicht nicht so leicht und natürlich ist es einfach so, dass man sich vielleicht da mal blöde Kommentare kommen lassen muss, aber im Großen und Ganzen hat mich das sehr bestärkt eigentlich, weil ich einfach mich immer beweisen wollte und ja, immer sehr ehrgeizig war und speziell das, dass man nicht an mich geglaubt hat, mich irgendwie stärker gemacht hat und ja, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich denke, genau das hat es für mich ausgemacht und wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es genauso nochmal machen. Was ist denn der größte Unterschied zwischen dem Jungen- und dem Mädchenfußball in dem Alter? Ja, also ich denke, in dem Alter ist es eigentlich noch ziemlich ausgeglichen. Also ich denke, je älter man wird, desto mehr zeigen sich dann einfach die physischen Unterschiede. Das Tempo ist ein anderes natürlich. Aber damals habe ich eigentlich immer gut mitgehalten und ich glaube, dass das so bei den anderen Mädels so ist. Also ja, ich glaube, wenn man damit aufwächst und einfach in dem Konstrukt drin ist, dass es dann ganz gut mit denen zu spielen und ja, wie gesagt, im Alter dann irgendwann wird es einfach schwierig. Ja, klar. Ja. Glaubst du denn, dass es trotzdem Mädchenmannschaften geben sollte, viele, wo die jungen Mädchen sich weiterentwickeln können, Mädchenakademien, oder glaubst du, dass vielleicht sogar gemischter Fußball besser wäre für die Leistung der Mädels? Ja, also wie gesagt, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit von der Mädels drauf an. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich zum Beispiel manche Mädels einfach viel, viel wohler fühlen unter Mädels. Aber ich denke, dass es sicher auch Mädels gibt, die genauso denken wie ich damals und sich denken, ja, okay, mit der Jungs kann ich gut mithalten, ich sage denen einmal, wie es geht. Und dementsprechend, ja, ich finde beides nicht schlecht. Ich glaube sicher, dass man, je älter man wird, desto mehr kann man profitieren von der Jungs. Also ich glaube, die Zweikampfhärte und so, das ist schon ein bisschen nochmal was anderes. Aber ja,
ich finde es schön, dass man die Wahl hat als junges Mädel und sagen kann, okay, nein, ich möchte mit der Mädel spielen oder nein, ich möchte mit der Jungs noch kicken und das jedem selber überlassen ist. Ich habe damals die Wahl nicht gehabt und ich kenne nur einige, die sie nicht gehabt haben und die sich vielleicht nicht ganz wohl gefühlt haben und ja, drum. Jetzt bist du mittlerweile zu einem echten Vorbild, vor allem für junge Vorarlbergerinnen, würde ich sagen, geworden. Was würdest du denn jungen Mädels mit auf den Weg geben, die ja auch mal so kicken wollen wie du? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man unbedingt an sich glauben soll, an sich arbeiten soll und nie die Hoffnung verlieren soll. Ich glaube speziell, wenn man einfach mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist es einmal nicht ganz einfach und man vergisst einmal den mentalen Aspekt. Einfach im jungen Alter legt man vielleicht nicht so viel Wert drauf, aber ja, ich denke, die Erfahrung und wenn man dann ja, in höheren Ligen spielt oder in guten Mannschaften, dass das einfach ein Aspekt ist, den man unbedingt vor Augen halten muss. Und ich glaube, mittlerweile ist es so ganz gut möglich. Also man sieht ja bei einigen, dass man gut davon leben kann und dass man sein Hobby einfach auch zum Beruf machen kann. Und ich finde, an dem muss man festhalten und von dem soll und darf man träumen. Und ich finde es einfach schön, dass ich zum Beispiel eine Vorreiterin bin für das und dass man an mir sieht, dass es funktionieren kann, auch wenn es eher spät ist. Und ja. Jetzt hast du gesagt, die Eingewöhnung für dich ins Nationalteam war nicht ganz so einfach. Du kommst aus dem westlichsten Bundesland, weit weg von allen anderen Mädels, die sich untereinander schon kannten. Wie ist es mittlerweile? Und glaubst du, man könnte da irgendwas tun, dass das einfacher wird für Vorarlbergerinnen? Ja, ich denke natürlich jetzt, wie mehrere Mädels im Zentrum sind, in St. Pölten in der Schule und auch in der Jugendnationalteams. Ich glaube, da lernt man sich immer ein bisschen kennen, was ich ganz gut finde. Für mich ja, war es anfangs nicht so einfach. Es hat auch ein bisschen Sprachbarrieren gegeben zu Beginn. Aber mittlerweile ist es ganz gut. Ich glaube, man muss sich einfach irgendwo, egal in welcher Sportart, der Respekt ein bisschen erarbeiten. Und ich glaube, wenn die Mädels sehen, okay, da kommt jemand, okay, die kann kicken, dass man sich das eben auch erarbeitet. Und dementsprechend bin ich mittlerweile ganz gut angekommen. Und ich freue mich wirklich jedes Mal auf die Lehrgänge, wenn ich die Mädels wieder sehe. Und ja, ich denke, aller Anfang ist schwer, aber ja, mittlerweile, wie gesagt, würde ich es mir nicht anders wünschen. Ja, in Deutschland hat die Frauenbundesliga, haben wir gerade schon gesagt, mittlerweile einen ziemlich großen Stellenwert. Spätestens mit der EM 2022, ich glaube, da hat die deutsche Nationalmannschaft ganz viel Gutes getan, haben sich die Frauen wirklich in die Herzen der Nation gekickt und es werden immer wieder Zuschauerrekorde gebrochen. Beim DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg sind 44.808 Fans ins Stadion gekommen, damit ausverkauft das Spiel. Das ist ja vor ein paar Jahren ja überhaupt nicht denkbar gewesen. Was glaubst du, ist das ein anhaltender Trend? Glaubst du, der Frauenfußball entwickelt sich jetzt so weiter in Deutschland, aber auch in Österreich? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die letzten paar Jahre beobachtet, dann hat man einfach gesehen, dass es stetig nach oben geht. Ich habe jetzt nie irgendwie einen Einbruch erlebt, wo es schlimmer war. Und ja, ich denke, dass sich der Frauenfußball einfach entwickelt hat, dass man taktisch, spielerisch sehr gut mithalten kann mit dem, was sich die Zuschauer einfach erwarten. Und ja, ich glaube auch, dass Österreich da als Nation einfach sehr gut vertreten ist. Man hat es jetzt bei der Herren-EM gesehen. Also ja, ich denke, dass man da die Zuschauer einfach mitzieht, dass die das so gern anschauen und wenn die Qualität halbwegs stimmt, dass man dem Frauenfußball auch gut zuschauen kann. Und ja, man sieht so in Österreich jetzt in der Frauenbundesliga, man investiert da einfach sehr viel Arbeit und es kommt zurück. Also es ist einfach, ja, es gibt viel mehr Zuschauer und es spricht sich rum, die Medien sind interessiert und dementsprechend glaube ich, dass es wirklich lange so weitergehen wird.
Man muss sagen, dass er gerade beim Frauenfußball und jetzt auch beim österreichischen Nationalteam der Männer ja ganz viel Wert auf den Kampfgeist gelegt wird und auf die Motivation im Spiel. Glaubst du, das ist vielleicht auch so ein Punkt, womit ihr richtig punkten könnt, dass ihr einfach echten Fußball zeigt, weg von Kommerzialisierung des Sports? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was speziell uns als Nationalteam ausmacht, ist einfach, dass wir übers Kollektiv kommen, dass jede, also ich würde natürlich haben wir super Spielerinnen dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wie im Vergleich zu anderen Nationen der oder die Starspieler bei uns in der Mannschaft haben. Und ich denke, genau das macht es aus, wenn jede von uns für jede kämpft und genauso die Motivation hat. Wir haben unsere Ansprüche, wir haben unsere Ziele und jeder ist einfach bereit, alles dafür zu tun. Und ich denke, das ist das, was uns stark macht. Welche Anpassungen müssen denn dann aber jetzt deiner Meinung nach getan werden? Gehälter anpassen, Prämien? Ja, ich denke natürlich wird man sowas nicht ablehnen, aber am Ende vom Tag macht es uns stolz, dass wir unsere Nation vertreten dürfen und jeder hat Spaß dran und jeder macht es, weil er es gern macht und alles andere sind natürlich tolle Boni, aber ich denke, es wird alles mit der Zeit kommen und ja, wir müssen einfach da vorangehen. Wie ist es denn eigentlich mit den Prämien bei der österreichischen Nationalmannschaft? Also die deutschen Frauen haben 2011 noch 60.000 Euro und ein neues Kaffeeservice bekommen. Also mehr Klischee kann man, glaube ich, gar nicht bedienen. Das ist jetzt zum Glück mittlerweile vorbei, aber bekommt ihr in Österreich potenziell auch eine Prämie für Siege? Ja, also natürlich gibt es eine Entlohnung. Man muss in 1,5 Wochen unterwegs und wir kriegen auch dort das Essen. Also es ist alles sehr gut organisiert und natürlich, es gibt einmal bessere Prämien, einmal weniger gute Prämien. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Bewerb drauf an. Und ja, also da gibt es so immer wieder Verhandlungen und eben, wie gesagt, je nach Bewerb wird uns da natürlich was auszahlt und ja. Freiburg ist für dich der Einstieg in die deutsche Bundesliga gewesen und damit der nächste Schritt deiner Karriere in Richtung hauptberuflicher Fußball. Wovon träumst du denn noch in Zukunft? Ja, also ich persönlich möchte mich jetzt einfach mal auf mich konzentrieren und mich weiterentwickeln. Natürlich will man irgendwann bei einem Top-Verein spielen. Ich glaube, das ist vor jedem das Ziel und darum macht man so und darum bin ich auch den Schritt gegangen. Und ja, ich sage, Top 3 von Deutschland wäre sicher ein Ziel, das ich anstrebe. Aber dafür gilt es einfach, dass ich jetzt mal an mir arbeite, dass ich mich weiterentwickle und die ganze Arbeit investiere, dass ich das Ziel auch erreiche. Und, ja. Was sind die wichtigsten Arbeitsschritte, die du dafür tust? Ja, also denke ich mal fleißig trainieren. Ich denke, dass man auch oftmals vielleicht einfach ein bisschen mehr trainieren muss wie die anderen, ein bisschen länger trainieren. Also ja, und natürlich auch, was Verletzungen angeht, also immer einfach präventiv arbeiten und ja, das sind so die Dinge. Ich glaube, man kann einfach auch mit Ernährung, mit Schlaf und all den Sachen noch sehr viel rausholen. Und ja, ich glaube, wenn man wirklich an die Spitze kommen will, dann muss man da jeden Aspekt in Betracht ziehen und das ist der Plan. Hast du dich da selber eingelesen auch noch? Also jetzt gerade so Punkte wie Ernährung und sowas oder kriegt ihr da auch Hilfe an die Seite gestellt? Ja, also grundsätzlich kriegen wir in allen Bereichen Hilfe. Es ist immer wieder ein Ernährungsberater da. Jetzt beim Nationalteam haben wir zum Beispiel immer einen Koch dabei, wo gesundes Essen macht für uns und ja. Heute spielt ihr mit der Nationalmannschaft in Altach gegen Polen. Am 16. Juli dann mit der Nationalmannschaft in Hannover das zweite EM-Quali-Spiel gegen Deutschland. Das ist jetzt wirklich das wichtige EM-Quali-Finale. Wie aufgeregt bist du? Ja, also sicher sehr aufgeregt. Ich glaube, wir haben uns nicht, also mit dem letzten Lehrgang nicht die beste Ausgangslage verschaffen. Aber ich glaube trotzdem, dass alles noch offen ist. Es ist einem nie versprochen, dass man gewinnt, weder uns noch Island noch Deutschland oder Polen. Und ich denke, wenn wir alles in die Waagschale werfen und die Ergebnisse jetzt liefern, dann kann alles noch passieren. Und
ich glaube, mit dem Gedanke kommen wir einfach auch jetzt in die Spiele, dass wir unseren Beitrag noch dazu beitragen können und der Rest wird sich dann ergeben. Aber solange wir zufrieden sind und wir das auf den Platz bringen, was wir können, bin ich ganz guter Dinge. Mhm. Ja, genau, du hast gerade schon erwähnt, rechnerisch ist es für euch noch das Direktticket möglich. Allerdings habt ihr es nicht mehr in eigener Hand, ihr seid auf Schützenhilfe angewiesen. Macht das besonders nervös oder konzentriert ihr euch einfach jetzt nur auf das eigene Spiel und sagt, alles andere haben wir eh nicht in der Hand? Ja, ich denke eher das Zweite. Also ich denke, man ist immer aufgeregt, egal um was es geht. Wenn man mit dem Nationalteam spielt, ist es einfach eine große Ehre. Aber ja, es liegt nicht an uns. Wir können es nicht mehr ändern. Also ich glaube, wir haben das schon ein bisschen verspielt beim letzten Lehrgang. Aber wie gesagt, wir können das, also was wir tun können, ist jetzt einfach die zwei Spiele, unsere Leistung abzurufen und zu liefern. Und alles andere wird sich zeigen. Im schlimmsten Fall haben wir immer noch Playoffs, über die wir uns qualifizieren können. Und ich glaube, das ist einfach das, an dem wir festhalten. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, habt ihr in den letzten Jahren, in den letzten Monaten ja durchaus mit sehr guten Leistungen punkten können. Und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Ausreißer gewesen, der so ein bisschen die letzte Serie trübt. Aber was glaubst du denn, wo kann die Reise für Österreich in den kommenden Jahren denn hingehen? Ja, also ich denke, man hat einfach in der letzten Lehrgänge gesehen, dass wir doch recht gut mit Top-Mannschaften mithalten können. Ich glaube, wir haben jetzt in der EM-Quali auch ein bisschen Unglück gehabt, was unsere Elfmeter angeht. Aber mein Gott, so ist es im Sport. Wer weiß, vielleicht statt uns das Pech, wo wir jetzt kachen, jetzt am Ende noch als Glück bei, wer weiß. Aber ja, ich denke, alles in allem, also ich bin guter Dinge, dass wir uns qualifizieren für die EM, egal auf welchem Weg. Das ist unser Anspruch und ich bin zuversichtlich, dass da einfach jeder alles in die Waagschale wirft, dass das so hinhaut. Mhm. Wo siehst du die besonderen Qualitäten der Mannschaft? Wie gesagt, also ich glaube, dass wir einfach als Kollektiv sehr stark sind. Dass, wenn anderen Fehler passiert, die nächste da ist, um den Fehler auszubessern. Und ja, ich denke doch, dass wir sehr viel Qualität im Kader haben, in der Breite haben und jeder einfach ihren Input geben kann. Wie läuft denn so eine Analyse eigentlich ab? Setzt ihr euch danach zusammen, nach jetzt zum Beispiel dem Island-Spiel, und analysiert das alle gemeinsam oder gibt es da in erster Linie Einzelgespräche? Also grundsätzlich ist die Analyse schon immer gemeinsam. Wir haben immer Analysten dabei, wir analysieren die Gegner, unser Spiel, unser Training, Lösungen, wie können wir es machen, was ist der Gegner anfällig. Das machen wir meistens in der Gruppe oder positionsspezifisch. Und natürlich, ich glaube, es ist im Staff einmal schwer, auf jeden Einzelnen zuzugehen und eine Individualanalyse zu machen. Aber wenn man das möchte oder wenn man das Verlangen hat, dann kann man jederzeit zum Staff gehen und ein Einzelgespräch suchen. Aber grundsätzlich ja, ist der Plan in der Gruppe einfach, dass jeder weiß, wer macht was. Egal, ob du Stürmer oder Verteidiger bist, ich glaube, das Konstrukt muss einfach aufeinander abgestimmt sein. Und, ja. Es ist ja eigentlich gerade noch Sommerpause. Die EM-Quali fällt jetzt so ein bisschen da rein. Dann geht es aber zurück nach Freiburg. Stehen da noch Trainingslager oder irgendwas an? Ja, also wir sind dann noch im Lehrgang, sind wir eine Woche im Trainingslager und ja, ich glaube, dort geht es einfach auch wieder, sich vorzubereiten. Ich denke, dass der Termin jetzt im Juli von der UEFA nicht unbedingt gut gewählt worden ist. Aber ja, da liegt es einfach auch im Ermessen aller, dass jeder fit kommt, dass jeder die Sommerpause auch genutzt hat, um sich fit halten und wieder fit werden. Und viele haben jetzt einfach schon eine Woche Training hinter sich, viele. Also der ÖFB hat zum Beispiel auch einen Trainingslehrgang angeboten für die, die einfach noch nicht bei der Vereine sind. Und ja, ich glaube, da kommt es einfach nochmal drauf an, wer bereit ist, was zu tun für das. Natürlich ist es vielleicht ärgerlich oder man wünscht sich eine andere Sommerpause, aber wir wissen alle, was auf dem Spiel steht. Und dementsprechend ja, bin ich einfach der Meinung, dass jeder das Nötige mitbringt jetzt aus der Sommerpause. Und
Ja, dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg heute Abend und auch für das Spiel gegen Deutschland und dann eine gute Trainingszeit und Vorbereitung auf die neue Saison. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und freue mich, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal sehen. Herzlichen Dank.